Hi Diana. Hallo. Du erzählst uns heute etwas über den Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement? Ja, genau richtig. Perfekt. Stell dich doch bitte vorher kurz vor. Mein Name ist Diana, ich bin 18 Jahre alt und mache aktuell eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Wieso hast du dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden? Weil die Ausbildung sehr abwechslungsreich ist, ich vor allem auch Interesse an organisatorischen Themen habe und die Ausbildung sehr spannend ist. Es gibt ja das Klischee der kaffeekochenden Azubis. Ist das wirklich so? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Auch wenn ich mir jetzt gerade einen Kaffee geholt habe, aber wir dürfen einige Aufgaben auch selbstständig erledigen und viel unterstützen. Die Kaufleute für Büromanagement sind bei den Schwarzdienstleistungen in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Wie lange dauert denn so ein typischer Einsatz? In der Regel sind wir in den Fachbereichen 3 Monate. Welche Bereiche hast du bisher kennengelernt? Bisher war ich in den Bereichen der Mobilität, der Poststelle, dem Personalbereich und verschiedenen Sekretariaten. Welcher dieser Bereiche hat dir am meisten Spaß gemacht? Am meisten Spaß gemacht hat mir der Personalbereich und die verschiedenen Sekretariate, die ich bisher gesehen habe. Und was für Aufgaben hattest du dort? Im Personalbereich habe ich unter anderem verschiedene Personaldokumente erstellt, dann habe ich Präsentationen erstellt und überarbeitet und im Sekretariat habe ich hauptsächlich Termine geplant und koordiniert, dann E-Mails beantwortet und den Telefondienst übernommen. Hast du die Möglichkeit, dich auf einen Bereich zu vertiefen? Während der Ausbildung haben wir die Möglichkeit, auf 2 von 4 Fachbereiche zu vertiefen. Das wäre unter anderem Personalwirtschaft, Sekretariat und Assistenz, kaufmännische Steuerung und Kontrolle und Einkauf und Logistik. Wie lange geht die Ausbildung und ist eine Verkürzung möglich? Die Ausbildung dauert 3 Jahre und bei guter Leistung während der Ausbildung kann man auf bis zu 2,5 Jahre verkürzen. Wie läuft die Betreuung während der Ausbildung? Während der Ausbildung werden wir vom Fachbereich, von den Ausbildungsbeauftragten und dem ganzen Team im Fachbereich betreut. Dann vom Personalbereich, dem Team Einstiegsprogramme, wo auch unter anderem unsere Ausbilderin dazugehört und unseren Paten. Wie viele Azubis seid ihr in dem Lehrjahr? In unserem Lehrjahr sind wir aktuell 9 Auszubildende. Und auf welche Berufsschule gehst du? Ich gehe auf die Gustav- und Schmoller-Schule in Heilbronn. Welche Fächer hast du dort? Auf der Schule haben wir verschiedene Lernfelder mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dann Deutsch, Gemeinschaftskunde und Wirtschafts- und Sozialkunde. Hast du Block- oder Teilunterricht? Ich habe aktuell Teilunterricht. Diana, was gefällt dir am meisten an deiner Ausbildung? Dass die Ausbildung sehr abwechslungsreich und spannend ist und dass wir verschiedene Einblicke in unterschiedliche Fachbereiche bekommen. Und was sagst du, was für Eigenschaften sollte man für die Ausbildung mitbringen? Man sollte teamfähig sein, Organisationstalent besitzen und auch das Verantwortungsbewusstsein. Und welche Voraussetzungen muss man für die Ausbildung erfüllen? Man sollte die mittlere Reife besitzen und zusätzlich gute Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch. Was war dein Berufswunsch als Kind? Mein Berufswunsch als Kind, das hört sich jetzt etwas komisch an, aber war tatsächlich das Arbeiten im Büro. Wie würdest du deine Ausbildung in 3 Worten beschreiben? Die Ausbildung ist umfangreich, lehrreich und abwechslungsreich. Diana, eine letzte Frage habe ich noch. Was ist dein Ziel nach der Ausbildung? Mein Ziel nach der Ausbildung ist erstmal in einem Fachbereich anzukommen und viel Erfahrung zu sammeln. Diana, vielen lieben Dank für den kurzen Einblick. Sehr gerne.